Eine Trauerfeier zu Ehren der mehr als 28.000 spanischen Todesopfer der Corona-Pandemie. Im Beisein von König Felipe VI. Gedenken Hinterbliebene und internationale Spitzenbeamte der Verstorbenen. Unter den Gästen befinden sich die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und NATO-Chef Jens Stoltenberg. Ende Mai trauerte das Land bereits 10 Tage lang um die Opfer. Das ist die längste Trauerperiode seit der Rückkehr Spaniens zur Demokratie nach dem Sturz der Franco-Diktatur 1975. Spanien steht bei der Zahl der Todesopfer weltweit an 7. Stelle. Nach der teilweisen Grenzöffnung und dem Ende des Ausnahmezustands war die Zahl der Neuinfektionen in Spanien wieder angestiegen.